Ja, nee, nix Dörp. Jetzt mal ein bisschen leiser machen. So. Moin. Und alle, die mich vermisst haben, ich bin wieder da. Ich noch ein bisschen leiser. So. Twitch-Chat wäre auch noch nicht schlecht, ne? Moment. Weiß ich ja gar nicht, ob überhaupt jemand da ist. Aber ich würde doch so erzählen, weil ich nehme es ja auch auf und dann kommt das halt auf YouTube und dann kann man sich das auch angucken. So. Erstmal willkommen, wer es schon hergeschafft hat. Der Charlie war im Krankenhaus.
Und das nicht, weil ich jemanden besucht habe. Ja. Und ich habe auch geschrieben, Erklärungsversuche, ne? Weil das noch nicht geklärt ist, warum. Ich kann mal kurz ein bisschen die Situation zusammenfassen. Am 11. Juli bin ich mit Fahrrad zur Arbeit gefahren. Naja, und wie sage ich das am besten? Ich glaube, das nennt man so eine Art Schwächeanfall oder sowas. Also ich bin mit Fahrrad gestürzt. Ich bin ein bisschen an der Hand wehgetan, an der anderen Hand auch ein bisschen wehgetan, also ein paar Kratzer und so. Aber da das nicht das erste Mal war, fand mein Chef das auch nicht ganz so witzig und meinte, ich soll zum Arzt gehen. Ne? Dann bin ich zum Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt. Dann noch mal ein bisschen untersucht und so. Dann wurde ich überwiesen zum Kardiologen, weil das möglicherweise irgendwas mit Kreislauf oder Herz zu tun haben könnte und sowas. Ne? Kardiologen haben mich untersucht und hier und da meinten dann so, ja, eigentlich müssten wir ein Langzeit-EKG machen, aber diese Geräte, die haben wir jetzt gerade hier nicht und die sind gerade alle außer Haus und ja. Da wir jetzt aber irgendwas machen müssen, weise ich sie erstmal ins Krankenhaus ein. Und die haben da die Technik, um so ein Langzeit-EKG zu machen. Super, habe ich mich natürlich gefreut. Also am 11. Juli wurde ich schon ins Krankenhaus eingewiesen. Weil letzten Endes, als Patient hat man da ja wenig Chancen, irgendwie noch was dagegen zu sagen oder sowas, weil ich bin da kein Experte und ich wollte ja auch, dass die Leute rausfinden, was das ist und so, weil es mir selber Angst macht, sage ich mal. Und ja, dann war ich halt im Krankenhaus, also den 11. Juli. Bin ich vorne an der Rezeption zum Krankenhaus hingegangen und habe gesagt, hier, ich habe da so einen Überweisungsschein hier, bla, ich soll hier mich melden. Ja, nö, Sie melden Sie sich mal bei der Notaufnahme. Jesus fucking Christ! Holy shit! Andrew, GF Place, danke für deinen Resub. Holy shit! Darauf hat er bloß gewartet, dass ich wieder online komme, wa? Ja, danke, danke. Also auf jeden Fall, am 11. wurde ich dann ins Krankenhaus eingewiesen, sollte mich dann an der Notaufnahme melden, habe da dann noch anderthalb Stunden rumgesessen, bis ich dann endlich dran kam. Hab da so meine Situation geschildert, alles. Da begann das Unglück seinen Lauf zu nehmen, sage ich mal so. Ich traue es mir kaum zu sagen, Arzt. Da in der Notaufnahme, der damit zu tun hatte, wie soll ich sagen, er war nicht 100% der deutschen Sprache mächtig und hat auch falsche Sachen aufgenommen. Er hat zum Beispiel in meine Akte reingeschrieben, dass ich in den letzten 3 Wochen 3-mal einen Kreislaufzusammenbruch hatte und 3-mal bewusstlos war und was eigentlich faktisch nicht gestimmt hat. Dann wurde ich am 11. Juli in die Überwachungsstation im Krankenhaus halt eingewiesen, also so richtig mit Vollverkabelung und jede Stunde wird Blutdruck gemessen, automatisch mit so einem System und so was alles, ne? Weil eben er da schon einen leichten Fehler gemacht hat und ganz schön krasse Diagnose oder ganz schön krasse Umstände reingeschrieben hat. Da haben sie mich dann erstmal auf so eine Art Intensivstation oder Überwachungsstation da eingewiesen am 11. Da bin ich dann noch bis zum 12. musste ich da bleiben und da habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht getraut, meinen Laptop oder irgendwas auszupacken, weil überall Geräte hingen und alles, ne, also, ja. Ja, da wurde dann festgestellt, dass diese waren knapp 24 Stunden, also da, wo ich dran hing und so, und da wurde dann festgestellt, dass da keine Herzaussetzer oder keine Blutdruckdurchsacker oder was weiß ich denn passiert sind. Da wurde auch der Sauerstoffgehalt des Bluts und so halt sowas noch mitgemessen. Und wie gesagt, jede Stunde hat das Ding dann aufgepumpt und den Blutdruck noch gemessen. Also das war eine richtig geile Nacht, sage ich euch. Ich habe wirklich, jede Stunde war ich wach. Weil das Scheißding ja an meinem Arm gepumpt hat. So, dann kam der 12. Juli, der Donnerstag. Dann haben sie festgestellt, ja, okay, fast 24 Stunden überwacht.
alle Werte sehen relativ normal aus, also ist jetzt nicht so akut wie da in dieser ersten Beschreibung. Dann haben sie mich verlegt in eine interne Station. So, da habe ich dann auch Verkabelung gekriegt, damit Herzrhythmus und sowas alles gemessen werden kann. Und da habe ich dann allerdings dann auch festgestellt, oh, hier soll ich extra bezahlen, wenn ich Fernsehen gucken möchte. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, eine weiße Wand anzustarren. Dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir dachte, jetzt packst du den Laptop aus. Weil ich hatte den ja in weiser Voraussicht mitgenommen, weil wenn ich mehrere Tage da bleiben muss, ne, dann muss man ja ein bisschen vorplanen. Da habe ich Laptop ausgepackt, erstmal WLAN angemacht und so, geguckt, was geht denn hier so alles. Ah, 5 WLANs in Reichweite, eins unverschlüsselt, alles klar. Connectest dich mal mit dem unverschlüsselten, bumm, connect. Will die erste Seite aufrufen, geht natürlich die Startseite vom Krankenhaus auf. Hier möchten sie nicht einen Tagespass für 3 Euro buchen. Das meinte ich damit. Also habe mir erstmal für 3 Euro einen Netzzugang besorgt. Und dann konnte ich hier auch den Tweet machen, dass überhaupt Leute irgendwie informiert sind und nicht sich denken, ey, der Charlie, der ist eine faule Sau und der streamt jetzt gar nicht mehr. Was ist denn mit dem und so? Ne, weil ich es einfach nicht konnte. Dann habe ich es erstmal so gepostet, dass die Leute da dann wenigstens, die mir auf Twitter folgen, sind da bloß 240, aber zumindest die hatten dann die Information. Dann habe ich das hier noch auf meiner Kanalseite auch noch gepostet, diesen Tweet hier. Ja, dann haben sie da noch ein bisschen halt überwacht und wie sich noch mal ab und zu mal Blutdruck gemessen und ich war ja auch verbunden mit diesem Herzüberwachungsding da und das war dann per Funk verbunden mit dem Computer, der dann bei den Schwestern stand und da haben sie dann gesehen, wenn da irgendwelche Unregelmäßigkeiten waren, aber war auch keine Unregelmäßigkeit. So, übrigens danke fürs Loot, wenn du, ne, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, danke. Ja, und denn hatten wir gestern die Diskussion mit der Ärztin von der internen, dass sie meinte, sie können, wenn sie möchten, nach Hause das Wochenende. Wir können allerdings auch hier noch die Überwachung fortsetzen. Allerdings, wie gesagt, die letzten 2 Tage haben wir da keine Anomalien feststellen können. Und ja, wenn sie nach Hause möchten, können sie nach Hause. Ich mache ihnen aber auch noch einen Termin. Also ich habe jetzt noch einen Termin. 8/8. muss ich dann so einen Kreislauf-Belastungstest machen. Da wird mir dann auch nochmal verkabelt und alles. Dass sie da nochmal gucken, was das sein könnte alles. Und ja, wie gesagt, macht mir selber irgendwo ein bisschen Angst. Weil ist nicht so witzig, wenn man irgendwie zusammensackt und den Grund nicht versteht oder weiß, warum das so ist. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich da dann geschwindelig wird und ich dann alles dreht sich oder sowas. Nee. Das ist einfach, man merkt irgendwie, dass die Beine nicht mehr wollen und dann ist die letzte Chance, die man dennoch hat, halt irgendwie die Arme ausstrecken und irgendwie versuchen, sich abzufangen, damit man halt nicht zu stark stürzt. Ne? Ja. Das ist so komprimiert erstmal, was die letzten Tage passiert ist. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, wäre schon cool, wenn ich nach Hause könnte, weil fand ich auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, hat mich gleich ins Krankenhaus da einzuweisen. Aber ja, kann ich auch verstehen, weil ich bin ja mit Fahrrad gestürzt, hätte auch ein bisschen schlimmer kommen können. Ne? Sag ich mal so, ich hätte auch beispielsweise bis ich zur Seite auf der Fahrbahn oder, ne? Also das kann ich schon verstehen, warum die denn so eine Sachen machen. Naja, aber auf jeden Fall krasse Scheiße, ey. Und so unterm Strich rausgefunden, ja, was haben sie rausgefunden? Es liegt wohl nicht an kardiologischen Parametern, so haben sie sich dann in dem Schreiben ausgedrückt, was ich denn jetzt Montag meinem Hausarzt geben darf. Ich wurde ja, wie es ich hier, 16.30 Uhr oder sowas entlassen Freitag und da hat auch kein Hausarzt mehr auf, ne? Da muss ich Montag den Brief dann erstmal beim Hausarzt abgeben und mal absprechen, wie wir da weiter vorgehen, was man da noch vielleicht irgendwie analysieren könnte oder so.
weil ist nicht witzig. Da habe ich auch zu Chef gesagt, tut mir leid, ist mir auch peinlich, aber ja, ich kann es nicht beeinflussen. Ne? Und dann hat er auch gesagt, ey, mach dir keinen Plan, geh zum Arzt, das muss geklärt werden. Du bringst uns ja auch nichts, wenn du hier ständig umkippst oder nachher einen richtigen Unfall hast. Ne? Also dann ist der Ausfall ja auch deutlich größer. Ja, was habe ich denn gemacht? Eine Odyssee, sag ich euch. Eine Odyssee. Dann hatte ich aber wenigstens hier Internet ab dem 12. für einen Tag gebucht. Und dann habe ich mein Twitch Prime erstmal ausgekostet, mir da ein paar Filme reingezogen und sowas, ne? Angeguckt. Noch ein bisschen so gecheckt, E-Mails gecheckt und nochmal reingeguckt bei Twitter hier, ob da irgendwas ist. Naja. Alles sowas. Das war jetzt sozusagen so ein bisschen der Recap von den letzten paar Tagen. Ich sag mal so, wo ich im Krankenhaus lag, mir ging es jetzt nicht wirklich schlecht. Ne? Ich wollte ja auch, dass das untersucht wird. Aber irgendwo war das doch schon ein bisschen overpowered. Das ganze Krankenhaus, wie gesagt, hat das Bettliegekosten und die Verpflegungskosten und alles so was, bloß damit sie mich dann halt irgendwie mit Herzmonitor überwachen können, fand ich dann doch schon ein bisschen overpowered. Weil, ganz ehrlich, so ein Langzeit-EKG-Gerät, ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig mehr als 1000 Euro kostet und so eine Praxis. Die kriegt doch Geld von der Krankenkasse dafür, wenn die so ein Ding dann rausgibt als Miete oder was wie sich denn abrechnen kann. Also das fand ich dann doch schon ein bisschen krass, dass die sich nicht orientieren, wenn sie merken, die Geräte sind aus, dass sie sich nicht ein neues holen oder sowas. Dass sie dann einfach die Leute zum Krankenhaus schicken. Weil, ich sag mal so, die Zeit, die ich den Leuten da teilweise den Ärzten gestohlen habe, hätten die auch gebrauchen können für andere wichtigere Patienten, die wirklich was haben. Ne? Also wirklich gerade akut was haben. Ne? Das fand ich dann doch schon ein bisschen Fragezeichen über meinen Kopf. Weil das, denke ich mal, der ganze Krankenhausaufenthalt in Summe hat der Krankenkasse bestimmt mehr Geld gekostet, als hätte sich die Kardiologie da ein neues Gerät angeschafft. Weiß ich nicht. Ist einfach so meine Vermutung, weil das wird nicht billig sein, so 3 Tage Krankenhaus. Schauen wir mal. Auf jeden Fall nicht witzig, ich bin aber erstmal wieder da. Noch am Leben. Und ja. Damit ihr auch mal ein bisschen Informationen habt und so. Ich habe jetzt nicht zu viele persönliche Informationen da reingepackt, ne? Also wo ich wohne und wo, welches Krankenhaus, welche Kardiologie, keinen Namen genannt und so, ne? Weil, muss nicht sein, glaube ich. Aber so als allgemeine Erklärung, glaube ich, kann man das schon mal so stehen lassen. Falls ihr euch fragt, was passiert ist, dann habt ihr da so ein bisschen Infos wenigstens, ne? Ich glaube, dann haben wir den Part durch, ne? Könnte man mal das wieder hier rüberschieben? Streaminformationen. Löschen wir das hier. Grand Theft Auto. Oh, ich Idiot. Muss ich das neu tippen? Ist das ein Klick? Ne? Dann zocken wir jetzt mal State. Wie weiter? Für den es interessiert hat und wer es nicht mitgekriegt hat, wie gesagt, nach dem Stream werde ich das auch hochladen auf YouTube. Dann ist es auch noch hier im Archiv von Twitch natürlich verfügbar. Gucken wir uns das mal an. Wo haben wir denn hier unseren Patcher? Wir müssen nämlich noch einen Patch durchreißen. Wo ist der? State Reinstaller.
mal noch schnell fertig installieren. Da gab es ja, während ich weg war, auch diverse Updates. 3 Changelogs, kann ich mir mal kurz überflogen. Jetzt packt er alles zusammen. Und dann geht's auch gleich los. Falls ihr noch Fragen habt, die jetzt nicht zu persönlich sind, immer raus damit, ne? Ich habe da auch noch 2-3 Theorien, was das sein könnte, aber das muss letzten Endes ein Doktor klären, ne? Weil ich bin kein Doktor. Nicht wahr? Da erstmal. Vielleicht sollte ich das nicht tun, aber ich zünd mir mal eine Zigarette an. Na, richtig super. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Okay. Good game. Nochmal den Installer. Irgendwas hat da wohl nicht richtig funktioniert. Weil wenn Downloading Packages List steht, dann hat da nicht alle Sachen installiert, die er eigentlich braucht. Nicht schön, nicht schön. Und für alle, die in Steam meine Freunde sind oder mich auf Discord gesehen haben, ein Kumpel von mir hat Zugang zu meiner Wohnung, hat einen Zweitschlüssel und so was, und ich habe ihm auch gesagt, er kann hier zocken an meinem Rechner, ne? Also ich war wirklich im Krankenhaus. Aber wenn da steht, denn hier zockt Fallout 4, ne? Der Rechner startet halt Discord, wenn ich den hochfahre. Glaubt mir, es gibt wenig Leute, die von mir einen Wohnungsschlüssel kriegen. Extrem wenig Leute. So, schauen wir mal. Hoffentlich ist das jetzt alles richtig. Los, komm schon. Die haben noch geschrieben, ich soll den alten Installer durchlaufen lassen. Haben sie schon wieder Mist geschrieben.
Offensichtlich. Haben sie Mist geschrieben. Das heißt, nochmal runterladen den Quatsch. Wo haben wir das denn hier? Wie komme ich rein? Wir laden den State wie Installer unter. Führen den aus. Ja, C, Rage MP. Wer denn nicht will, dann lösche ich Rage Multiplayer nochmal komplett. Dann habe ich die Schnauze voll, ey. Und installiere den ganzen Kram nochmal neu. Wenn alle scheitert, dann zocken wir heute einen anderen Server. Da sind wir ja flexibel, also ich habe mehr als einen Reisepass in der Schublade. So, das war der interessante Teil. Alle anderen können jetzt abschalten. Ist mir egal. Und ganz ehrlich, wenn man 3 Tage nicht online ist und jemand meint, es unzufollowen, dann war es schon richtig, dass ich denen nicht danke dafür, dass Leute followen, weil, hey, das ist ein Mausklick. Wer meint, wegen 3 Tage offline kann ich unfollowen, dann soll er das machen. Ist denn auch nicht wert, als Zuschauer? Weiß ich nicht. Also ich habe bei meinem Favoritstreamer 2 Monate, nachdem der aufgehört hat zu streamen, geanzappt. Also nicht mehr verlängert mein Prime. Der hatte ja dann wirklich mit seiner Tochter und alles zu tun. Ja, schön. Loading, Farm, Raw, Meat, PNG. Offensichtlich funktioniert das nicht, State wie Leute. Was ihr hier tut. Rage Multiplayer, Dateipfad öffnen. Sind das nicht nette Leute von Rage? Die haben noch nicht mal eine Uninstall-Exe hier drin. Nennt man das Marketing? Immer den Leuten ein Uninstall vorenthält, ist wohl Marketing. Weiß ich nicht. Gucken wir mal in der Software, Apps und Features. Rage, da ist er. Tschüss. Und ich kündige schon mal an, wenn es jetzt nicht funktioniert, wenn ich Rage neu installiert habe, den State-V-Installer nochmal durchgerissen habe und das immer noch nicht laden will, dann zocken wir einen anderen Server. Dann ändere ich den Streamtitel und dann ist es halt so, ne? So, Rage MP, hat das denn runtergeworfen endlich? Das ist offensichtlich immer noch da. Wir löschen den Ordner einfach manuell. So was musst du erstmal bringen, den Leuten keinen Uninstaller mit reinzupacken, ne? So. Rage MP Download. Yes.
Dateipfad öffnen. Einpacken. Yes. Installieren. I accept. Yes. C. Da blinkt mich schon wieder was an. Das sollten wir vielleicht okay. Finish. So. Dann noch den anderen. Date wie Installer. Da. Da ist. Yes. C bei HMP weiter. Gut, dass ich normale Daten. Uno momento. Habe ich mal irgendwelchen Krams eingestellt, der nicht so sein sollte? Moment, dann kann ich ja gleich mal gucken, während er hier schon arbeitet. Ach na super, mein Stream-PC sagt doch schon, dass er ein Update installieren will. Ein Glück, das ist kein Windows 10, also der wird nicht alleine booten. Ah. Kein entmündigendes Windows 10 auf dem Stream-PC. Dick reingucken, genau. Was haben wir hier? Bildschirm ausschalten. Niemals. Das können wir ja schon mal ändern. Installation erfolgreich beendet. So. Also eigentlich müsste es jetzt gehen, sage ich mal. Wir drücken alle die Daumen. Ansonsten, das ist mir auch egal. Ne? Ich habe denn alles versucht. Ich habe Rage neu installiert. Ich habe den Krams hier auch installiert alles. Jetzt sieht er hier noch sein Update. Soll er machen. Ich hoffe, ich droppe keine Frames, aber das würde mich stark wundern. War hier wegen 18 oder 24 Mbit Downstream, ne? Da brauchen wir nicht mit rechnen, dass wir hier ein Dropping kriegen. So. Und wir müssen noch die Einstellungen machen. Charlie Ross. Das passt auch. Ja. Testen wir. In der Zeit können wir ja auch gleich mal noch einen anderen Song anmachen. Ich habe halt bloß so eine Standard Monster Cat Playlist genommen und da sind halt irgendwelche komischen Trap Songs und irgendwelche anderer Schmutz noch mit bei, den kein Mensch hören mag. Muss man denn mal skippen, ne? So, da sind wir mal gespannt. Loading Package List. Download complete. Hey, die neue Installation scheint funktioniert zu haben. Seht ihr? Also das kann man immer mal testen, wenn es nicht geht. Na super. Kommt gleich eine Meldung. Server Restart 21.45 Uhr. 21.34 Uhr haben wir. Okay. Können ja noch ein bisschen rumtigern und gucken.
Wann wäre jetzt Quatsch? Hallo? Muten wir uns erstmal. Wäre jetzt Quatsch, wenn ich irgendwie rausgehe und mein Auto aus der Garage hole. Ach ja, Tanja. Hallo. Da war ja noch was, ne? Verdammt, Axt. Da war ja noch was. Warte mal kurz. Stream Elements. Dashboard, welcome back. Da war ja noch was. Tut mir leid. Es geht sofort. Und das aktiviert. Safe gedrückt. Nochmal auf Bot Modules. Machen wir das hier Slot Machine enabled. Oh. Ich sag mal so, den Umständen sprechen ganz gut. Oh. Wie ich schon auf Twitter geschrieben habe, ich war jetzt die letzten 2-3 Tage im Krankenhaus wegen Untersuchen, was das ist, weil ich halt so eine Art Schwächeanfall hatte und mit dem Fahrrad hingefallen bin auf dem Weg zur Arbeit. Da hat der Chef dann gesagt, ey, das kann so nicht weitergehen, war nicht das erste Mal, geh zum Arzt. Ne? Und bin ich denn zum Arzt und habe ich eigentlich schon erzählt, aber mache ich gern nochmal, bin ich zum Arzt. Hausarzt überweist mich zur Kardiologie, da haben sie nochmal Herztöne und alles gemessen und hier und da. Sollte eigentlich ein Langzeit-EKG noch gemacht werden und ja, wir haben gerade keine Geräte da für Langzeit-EKG und aber das kann man auch im Krankenhaus machen, ich weiß, dieses Krankenhaus. Warum? Bin ich im Krankenhaus gelandet. Das Ende vom Lied, also im Krankenhaus wurde auch nicht endgültig rausgefunden, woran das liegt. You only have 0 Schrauben. Also ich habe Slots schon mal wieder aktiviert. Aber wir müssen erst ein paar Schrauben sammeln, bevor wir hier Slots machen können. Viel Points, 5 Schrauben every 10 Minutes, wir können das ja ändern auf 10. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert. Probieren wir mal. Nee. Okay. Habe ich vielleicht auch deaktiviert. Egal. Wir können ja hier noch ein bisschen gucken, was hier so passiert ist. Schauen wir uns das alles nochmal an. Werbung. Ich habe 2 Fahrzeuge. Ich glaube, die sind beide eingeparkt, ja. Ein Fahrzeug haben sie automatisch bei der Admin-Basis eingeparkt und ein Auto habe ich manuell selber eingeparkt. Also ich wohne ja hier in Sandy Shores und da habe ich dann neben meiner Wohnung sozusagen eingeparkt. So, können wir nochmal den Kontoauszug checken. SIM-Karte, ja, ich habe mir noch eine SIM-Karte zum Schluss gekauft. Ich hoffe auch, dass es nichts Schlimmes ist, aber naja. Wie gesagt, macht mir ja selber auch irgendwo Angst, ne? Weil mein Chef hat da in dem Moment schon recht. Also das hätte echt schlimmer ausgehen können. Ich fahre ja meistens auf dem Fahrradweg oder so, aber es hätte echt schlimmer ausgehen können, dass ich beispielsweise zur Straße hintaumel und dann fährt mich noch ein Auto an oder so eine Scheiße, ne? Also. Das hat mir selber auch Angst gemacht, deswegen habe ich auch in den sauren Apfel gebissen und gesagt, ja gut, wenn das halt
vom Arzt so irgendwo schon vorgeschlagen wird, dass er mich zum Krankenhaus einweist wegen diesen Untersuchungen, dann machen wir das mal. Ich hoffe auch, dass das nicht schlimm ist. Oh, also hier sieht alles noch normal aus. Also ich zocke jetzt noch nicht richtig los, weil hier oben, ne, wir kriegen um 21.45 Uhr einen Server-Restart. Und das würde jetzt wenig bringen, wenn ich jetzt schon mein Auto losfahre, weil wenn ein Server-Restart ist, dann parken die meistens die Autos auch wieder ein in die nächste Garage und dann kann ich wieder zu Fuß laufen und so. Ne. Wir können uns ja noch mal ein bisschen was angucken, was wir jetzt produzieren wollten. Na Moment, die haben auch was am Skillsystem geändert, habe ich gelesen. Vier Skillpunkte, okay. Dann einmal in Farming und einmal in Produktion. Ich sehe einen Scrollbalken, war der sonst auch schon da? Cool. Und da muss man sich jetzt halt ein paar Sachen aussuchen, ne? Kautschukfarmer, Bauer, Kartoffeln und Salat, Kautschuk, Silbererz. Kristallsammler, Baumpflücker, Baumwollpflücker, ne, Blumenpflücker, ich Idiot. Baumwollpflücker, Sträucherling, Kakaofeld. Ja, Kakao, glaube ich, wollte ich machen. Ich hatte mal geguckt, Moment, mal wieder K drücken. Und dann hier F3. Irgendwie so waren noch die Kakaopreise gar nicht schlecht, ne? Kaffeepulver. Kakaopulver? 2,34. Kaffeepulver 3,15. Ah. Also irgendwas stimmt damit auch nicht. Das letzte Mal, wo ich hier drin war, glaube ich, war da 10, 12 Dollar, oder 15 Dollar, 79 Dollar. Ich meine, klar, für einen Stahlbahn braucht man dann nämlich auch 10 Eisenerz und ein bisschen Holzkohle, glaube ich, oder Kohle. Also können wir uns schon vorstellen, wo dann von den 400 Leuten, die jetzt auf dem Server sind, wo mindestens 3/4 der Leute rumrennen. In der Eisenmine treten sie sich alle auf die Füße. Und ganz ehrlich, aus Prinzip allein schon gehe ich da nicht hin, wo alle anderen sind, weil ich sag mal so, auf so einem Server, der so halbwegs interessiert an Roleplay ist, ist das Geld nicht immer das Wichtigste. Das spielt auch eine gewisse Rolle. Ohne Geld geht halt nicht, aber ist halt nicht das Wichtigste. Nicht um jeden Preis sozusagen. Deswegen denke ich mal, werde ich mich entweder in Richtung Kaffeepulver oder Kakaopulver vielleicht sogar orientieren. Da ist die Connection auch schon closed. Wäre ich jetzt mit Auto losgefahren, wäre schon wieder kacke gewesen. Ja, cooles Telefon, wa? Oh, das macht er jetzt, weil hängt, ne? Ja, Serververbindung ist verloren gegangen halt. Kann ja nicht mal trennen, man muss das denn beenden. So, den gucken wir mal. Können wir das hier irgendwie klein machen? Ja. Was, das war's schon? Okay. Changelog? Vor 2 Stunden, hä? Ich hab doch eben einen Changelog gelesen. Okay.
Super. Ich würde auch im Changelog Kommentare erlauben. Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. Leute denken, es was Neues und haben los irgendwelche Claps unterschrieben. Hey, danke. Ja, super. Das kann man nicht in eine Shoutbox schreiben. Aber gut. Sicherheitshalber werde ich trotzdem noch meinen Installer durchlaufen lassen. Wir kennen ja unsere Pappenheimer. Uno, Momento. Da, da, da. Wo haben wir den? Nur zur Sicherheit. Weiter. Geht das jetzt schon? Yeah, ich habe schon meine ersten 5 Schrauben verloren. So, jetzt solltet wieder gehen, ne? Da gab es noch ein Rage-Update. Krass. Okay. Streue ich ein bisschen Salz? Ja, ich streue ein bisschen Salz. Was habe ich da gerade gesehen? Alternate Life of Rage MP? Was ist denn jetzt los? Haben die nicht vollmundig angekündigt, wir programmieren einen eigenen Client? Düdü. Bisschen Salz gestreut. Mein letzter Stand war, dass die sich mit KW zusammengetan haben und einen eigenen Multiplayer Mod a la GTMP oder RageMP programmieren wollten. Kann man verstehen, um unabhängig zu sein, aber naja. Haben sie wohl doch eingesehen, dass das doch nicht mal ebenso in einer halben Stunde oder einer Woche zusammenprogrammiert ist. Da das doch ein ganz klein bisschen komplexer ist, so ein Mod zu programmieren. Und nicht nur ein paar popelige Serverskripte zu schreiben, die mit dem Mod arbeiten. Also ich glaube, da ist eine ganz andere Hausnummer dazwischen. Zwischen dem Mod und den Serverskripten. Also Serverskripte können bestimmt irgendwelche Script-Kiddies schreiben, aber den Mod dahinter, da muss man wirklich Ahnung vom Programmieren haben, weil dann geht alles schief, wenn man da Mist macht. Da ist er ja mal wieder, ja. Power Shooter, hallo. Erstmal danke für dein Loot, das sehe ich gerade reinkommen. Ah, und ja, ich bin wieder da, ich war im Krankenhaus ein paar Tage. Ja, wenn man das so nennen kann. Ich war im Krankenhaus. Vom Mittwoch bis Freitag war ich im Krankenhaus. Hallo, Test, 1, 2, 3, Test, Test. Okay, funktioniert wohl. Ja, ich habe auch keinen besucht oder so. Das war wirklich wegen Sachen. Ja. Wie soll ich sagen? Also, am Mittwoch bin ich mit Fahrrad zur Arbeit gefahren und hatte nicht das erste Mal sowas ähnliches wie ein Kreislaufzusammenbruch. Lässt sich jetzt am einfachsten beschreiben, sage ich mal, weil einfach zusammengesackt. Also ich hatte noch Bewusstsein und war noch bei vollem Bewusstsein, aber ich habe gemerkt, meine Beine wollen nicht mehr, ich verliere Gleichgewicht auf dem Fahrrad und dann war halt nur noch möglich, irgendwie die Arme ausstrecken und irgendwie versuchen, den Fall zu abzubremsen, dass das nicht schlimm wird, sozusagen. Ja, hab mich ein bisschen verletzt an beiden Händen. Also
paar Kratzer wirklich bloß. Also dahingehend ist jetzt nicht so mega Schlimmes passiert, aber weil das nicht das erste Mal war, macht mir das ja doch schon ein bisschen Angst. Und mein Chef hat dann noch gesagt, du gehst jetzt sofort zum Arzt. Das ist uns auch nicht geholfen, wenn du dich hier ständig quälst und hier alle paar Tage mal abklappst und so. Und dann bin ich zum Arzt. Nochmal kurz Blutdruck gemessen und weiß ich was alles. Dann, ja, wir überweisen sie mal zur Kardiologie, also alles, was mit Herz und Kreislauf zu tun hat. Da haben sie noch ein bisschen rumgemessen an mir und dann haben sie gesagt, ja, wir würden gerne ein Langzeit-EKG machen, haben aber die Geräte nicht hier, weil die alle draußen sind. Und da wir sonst keine andere Chance haben, weisen wir sie erstmal im Krankenhaus ein. Ja. Dann wurde ich am Mittwoch ins Krankenhaus eingewiesen und bin dann erstmal bis Donnerstag auf so einer Überwachungsstation gewesen, wo sie mich dann verkabelt haben mit komplett Herzmonitor und Blutsauerstoff und Blutdruck wurde jede Stunde gemessen automatisch von dem System und so. Allerdings ohne erkennbare, wie sagt man, ohne erkennbare Ergebnisse. Also mein Herz hat nicht ausgesetzt, mein Blutdruck ist nicht durchgesackt irgendwie und mein Blutsauerstoff, der ist auch nicht irgendwie runtergegangen, was ein Indikator sein könnte. Also nichts rausgefunden, ja. Und warum ich auf diese Überwachungsstation gelandet bin, ist dem geschuldet, ich musste, ja, weil ich nur rumgelegen habe. Ja, das kann sein. Jetzt am Freitag wurde ich ja entlassen denn aus dem Krankenhaus. Also am Donnerstag wurde ich dann verlegt in eine normale interne Abteilung, weil, wie gesagt, 24 Stunden haben sie keine Sachen festgestellt, irgendwie was. Und dann wurde ich in eine interne Station verlegt. Da habe ich auch so einen Herzmonitor gekriegt, der dann aber jetzt nicht noch zusätzlich gemessen hat, irgendwelche Blutdruck oder sowas, sondern wirklich bloß die Herztöne gespeichert hat und dann übertragen hat. Und wäre da jetzt irgendwelche Aussetzer gewesen, dann wäre bei den Schwestern da am Monitor auch ein Alarm losgegangen und sowas. Ja. Und mein Hausarzt kann das nicht bestimmen, weil mein Hausarzt hat so eine Langzeit-EKG-Dinger nicht. Mein Hausarzt hat mich ja überwiesen zur Kardiologie. Das sind die Fachleute, die damit zu tun haben, richtig, mit so Herzsachen und so. Ne? Und die haben ja gesagt, hey, ja, nee, unsere Geräte sind alle außer Haus und wir wissen nicht genau, wann wir die nächsten wieder reinkriegen und deswegen schicken wir sie jetzt ins Krankenhaus. Die haben da auch ihre Technik, um sie zu checken und so. Und ich habe ja keine Ahnung. Ich bin ja ganz normal. Eine hat sowas? Echt? Nee, mein Hausarzt ist eher so ein Allgemeinarzt und der hat sowas nicht rumliegen. Und ja. Also unterm Strich war das ein Satz mit X, der Krankenhausbesuch. Allerdings, ein Gutes hat das, die konnten schon mal in dem Moment sozusagen ausschließen, dass das irgendwie wirklich am Herz liegt und ob das irgendwie setzt nicht aus oder sowas. Also die haben mir auch noch einen Termin gemacht, dass ich am 8.8. dann halt nochmal so ein Belastungs-EKG machen soll. Also unter Belastung denn gemessen wird alles. Ja, und nun muss ich Montag dann erstmal meinen Krankenhausdiagnosebericht bei meinem Hausarzt erstmal einreichen. Und gibt ja tausend Sachen, was das sein kann. Also theoretisch könnte da doch irgendwas sein, wie sick, dass da irgendein Blutgefäß vielleicht irgendwie abgedrückt wird, was damit zu tun hat oder sowas, ne? Aber macht sich, glaube ich, nicht so gut, wenn man als Patient sagt, nun machen Sie doch mal ein CT oder sowas, ne? Und ich denke mal, da müssen sie auch erst ein paar Hinweise für haben, dass das wirklich vielleicht mit einem CT rauszufinden ist, weil ich denke, das kostet auch ein bisschen Geld, so ein CT.
Computertomographie oder hier MRT, diese Magnetresonanztomographie. Das kostet bestimmt richtig Kohle, wenn man so eine Untersuchung macht, und das muss bestimmt erst begründet werden vom Arzt. Also einfach so haben sie das eben nicht gemacht. Die haben sich wirklich bloß darauf konzentriert, ist vielleicht vom Kreislauf her mit dem Herz und so. Ja, und haben sie halt nichts draus gefunden. Naja. Aber besser schon mal, als wenn man das alles wirklich auf sich beruhen lässt und irgendwann kippst du um und dann war's das, ne? Irgendwie möchte ich das ja auch nicht. Ein Powershooter, weißt du, ich habe da eine Theorie. Ich bin sehr wahrscheinlich auf diese Überwachungsstation bloßgekommen, weil in der Notaufnahme der Doktor, weil es ein Doktor war, weiß ich jetzt nicht genau, halt nicht 100% verstanden hat, was ich gesagt habe. Das hat mich zusätzlich noch ein bisschen erschreckt. Der hat zum Beispiel in meine Akte reingeschrieben, dass ich in den letzten 3 Wochen 3-mal zusammengesackt bin und dabei jeweils bewusstlos war. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sagt, ey, der ist schon ein paar Mal zusammengesackt, aber war jedes Mal bei Bewusstsein und so, ne? Also, das ist eine andere Hausnummer. Bewusstlos, das kann ich denn echt verstehen, warum die mich da auf so eine Station gesteckt haben, weil Bewusstlosigkeit, damit ist nicht zu spaßen. Ja. Und dann nach dem einen Tag haben sie festgestellt, das ist wohl nicht so akut mit mir, ne? Völlig logisch. Und dann haben sie mich verlegt, halt auf eine andere Station. War schon sehr scary. Ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, was das alles soll. Und ein Glück, die haben mir nicht auch irgendwelche Medikamente reingehauen. Also da ja, ich glaube, hätten sie mir da Medikamente reinhauen wollen, dann hätte ich dann auch gesagt, hier sind sie sich sicher, dass das Richtige ist, so ungefähr. Weil holy shit, hätte ich nicht mit der Neurologin gesprochen im Krankenhaus, die hat mir nämlich gesagt, was in meiner Akte steht. Und da habe ich dann auch gesagt, ey, das hat der völlig falsch aufgeschrieben. Das ist gar nicht so. Und teilweise ist es richtig, aber teilweise ist es auch wieder falsch. Weil viel zu übertrieben in dem Moment. Viel zu übertrieben. Ja. Ich teile deine Meinung. In dem Moment. Bloß was bleibt mir als Patient da irgendwo anders übrig? Ich entscheide nicht über einen Arzt. Ne? Ich muss auch sagen, die Schwestern, denen mache ich auch überhaupt keinen Vorwurf. Die Schwestern, die haben das gemacht, wofür sie da waren, den Patienten versorgt und so. Ne? Also. Nach Schwester kann man nicht vorhalten, dass die nicht eine Diagnose stellen kann oder sowas. Also die haben mich wirklich perfekt versorgt und alles. Da habe ich überhaupt nichts zu meckern, aber von dem einen oder anderen Arzt war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, / erschreckt. Aber ich glaube, das ist schon relevant, was der Patient, wenn er noch reden kann, in der Notaufnahme sagt. Und wenn derjenige halt nicht so 100% die Sprache versteht, dann ist das schon nicht so witzig, glaube ich. Erstmal Motor ausmachen, wir wollen erstmal checken, was wir hier machen wollen. Was ist das denn hier? Hey, okay. Ein Ockerfeld.
Haben wir denn hier das Kakaozeug? Quarzsandgrube. Kakaoplantage. War noch eine Kaffeeplantage? Oder habe ich die noch nicht gefunden? Kaffeeplantage. Müsste ich schwimmen oder was? Na nee, ich schwimme noch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin noch am Leben. Wer weiß wie lange. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch, wo ich hier Miscreated mal zocken wollte, den Stream aufgehört, weil mir da auch wieder halt nicht so gut ging und so. Also da habe ich vielleicht 10 Minuten gezockt und dann habe ich auch gesagt, ey Leute, mir geht's nicht so gut und ich höre jetzt auf. Weil bringt den Zuschauern ja auch nichts, wenn sie hören, wie der Kopf auf den Tisch schlägt und möglicherweise der Stream dann so lange läuft, bis ich wieder einsatzfähig bin oder vielleicht sogar gar nicht mehr komme. Ne? Also nee, das muss nicht sein, dann höre ich lieber auf zu streamen. Und leg mich hin. Hab denn noch was getrunken und mich hingelegt. Schlafen. Aber trotzdem danke alle Leute, die mir bis jetzt so treu geblieben sind. Ich sag mal, auf die 2 Follower, die ich jetzt verloren habe über die 3 Tage, da kann ich echt verzichten. Ich könnte sogar so sagen, da scheiße ich drauf. Wirklich. So, Axt, Messer, Donut, Burger. Vielleicht sollte ich mal erstmal was essen. Ja, ja, genau. Follower kommen und gehen, das ist ja bloß ein Buttonklick. Deswegen sage ich auch nicht bei jedem Follower, danke, danke, dass du mir folgst und bitte, bitte, fühl dich hier wohl und so ein Krams alles. Das müssen die Leute selber wissen, so ob sie den Button klicken oder nicht, ne? Und wenn sie den wieder abklicken, dann ist mir das auch egal, weil letzten Endes ist das ja bloß eine Zahl. Das bringt dir ja persönlich gar nichts. Das ist für die Leute halt bloß das Lesezeichen, damit sie dich wiederfinden können. Und oh jo. So, da rein, das packen wir auch da rein. Legen die noch eine Gartenschere? Mal so was. Verdammte Axt, ey. Muss ich mir jetzt noch eine scheiß Schere kaufen? Aber egal, lass uns darüber nicht diskutieren, was ist und so. Kaubohnen, Kakao. Das mal. Nehmen wir da was? Zack, Kakaobohnen. Messer, cool. Messer, keine Fahrzeugbeschränkungen. Sind die Chance. Ich glaube, Sack Kakaobohnen muss auch erst erzeugt werden. Das ist auch falsch im Wiki denn beschrieben, weil normalerweise erntest du Kakaobohnen und machst in der Verpackungsfabrik den Sack Kakaobohnen erst raus. Ich glaube, das ist falsch geschrieben. Schauen wir mal. Lauft, meine Farmer, lauft! Hallo.
Hau an. Ah. Ist das hier Schleichwerbung? Aber das ist ja zweimal A und zweimal N. Das wird mich jetzt belasten, ne? An ihrer Stelle. Ein M kostet zwischen 600 und 2000 Dollar. Ja. Aber ich hoffe, es geht dir gut, ja? Ja, Bucherpreise sind ja in, habe ich gehört. Der hat doch an den Kakaobohnen geschnüffelt. So viel muten, genug RP. Ich möchte die Leute ja nicht beim Farmen stören. Ja, verdammt, die sind immer so leise. Sammeln wir mal ein bisschen Kakao. Dumm. Ich denke mal, das sollte ein bisschen was bringen. Ich bin noch fast voll, ich glaube, ich kann ja schon wieder zurück zum Auto gehen. Ah, schon wieder so eine Schmutzmusik, ey. Das ist echt nicht mein Stil irgendwie. Aber das ist halt nicht so einfach. Wie gesagt, ich habe die Standard Monster Cat Playlist da reingemacht, die halt, wo ich 3 Monate Twitch-Lizenz habe, um die auch nutzen zu können, ohne dass sie mich hier den Stream abschalten, weil ich hier Copyright-Material spiele und so. Und da habe ich die große Playlist genommen, wo alle Lieder von Monster Cat drin sind. Die haben mehrere Playlists in den Musikrichtungen unterteilt. Bloß mein Bot mag das wiederum nicht so. Also der sagt dann, ja, du könntest ja jeden Song einzeln reinpacken. Wo ich ihm Vogel zeige, bei 400 noch was Songs packe ich doch nicht jeden Song einzeln rein. Müsste ich mir eine Playlist erstellen aus diesen anderen Playlists zusammen, weil sonst habe ich entweder ein Elektro oder ein Haus oder eine, weiß ich, Minimal-Playlist von Monster Cat. Da müsste ich mir dann die Songs oder die Bereiche, die mir gefallen, irgendwie so eine richtige eigene Playlist erstellen und dann hätte man die ganzen Schmutz-Songs hier nicht mit bei. Skorpion. Halt, hier war ich doch gerade. Wir laden wir schon mal auf. Oder? Gibt hier noch was? Achso, okay. Genau, du hast sowas von recht. Follower kommen und gehen und vielleicht haben die zwei einfach auch eine Twitch-Mobile-App aufgemacht, die macht ja öfter mal so eine Sachen, dass sie anderen Leuten unfollowt und so. Wie gesagt, das ist bloß eine Zahl, das stört mich. Es ist bloß wichtiger, dass wenigstens eine Person beim Zuschauen dabei ist, ne? Dass man nicht komplett irgendwie umsonst streamt oder sowas und mit sich selber redet. Also sobald man irgendwie mehr als 0 Zuschauer hat, ist das schon total korrekt. Dann weiß man, dass man das nicht umsonst macht, ne? Okay.
Also ganz ehrlich, über Zuschauer bin ich echt dankbarer als über Follower. Wenn ich richtig ehrlich sein soll, auch dankbarer als über Subs, weil Subs bringen zwar Geld, aber trotzdem sind Zuschauer irgendwo wichtiger, weil Twitch lebt ja von der Interaktion. Es geht ja da darum, dass man jemanden zuschauen kann und auch live eine Antwort erhalten kann. Ne? Das ist ja das Kernthema von Twitch. Sonst könnte man ja wirklich YouTube sagen, kriegst du YouTube-Videos. Da kannst du halt einen Kommentar drunter schreiben und dann hast du eine 50-50 Chance, ob das jemals jemand liest. Im Nachhinein. Und bei Twitch ist es halt so, wer seinen Chat nicht beachtet, hat es eigentlich nicht verdient, auf Twitch zu sein, weil das ist Twitch, ne? Interaktion. Finde ich dann noch ein bisschen armselig, wenn ein größerer Streamer einen kleineren Streamer hostet und der kriegt das ja nicht mit und der ganze Chat steht voll mit Wait und der liest noch nicht mal seinen Chat und so und das ist dann schon ein bisschen armselig. Finde ich. Also so, ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Wenn es zu persönlich ist, dann werde ich es nicht beantworten, aber ansonsten immer gern. Immer gern. Aber ich gebe euch zu bedenken, wenn es zu viele Informationen über State 5 sind, ne? Denn es ist erstens eine Meta-Information, die ihr theoretisch nicht nutzen dürft. Und zweitens klaut ihr euch selber den Gesprächsstoff. Ne? Weil gibt ja diesen Hashtag FindsInGame heraus. Und dadurch hat man ja Gesprächsstoff. Geheimnisvolle verschlossene Dose, na, die nehmen wir mal mit. Geheimnisvolle Sachen mag ich ja. Aber wie gesagt, wer sich da trotzdem spoilern möchte, ich erzähle gerne, was ich schon entdeckt habe oder was hier so ist. Das letzten Endes, wie gesagt, ihr hättet mehr Gesprächsstoff, wenn ihr denn selber auf dem Server zockt und halt selber die Leute fragt, ne? Dann hat man nämlich gleich sein Roleplay-Inhalt. Dann kann man schon mal fragen, hey, wie sieht das und das aus oder kannst mir da ein paar Tipps geben. Entschuldige, ich stehe im Weg, ne? Störe ich beim Farmen. Ich bin gemutet, den sarkastischen Spruch hat er jetzt nicht gehört, ne? Kakaobohnen gibt es hier wirklich direkt. Kann man dann möglicherweise sofort verkaufen. Wen hat interessiert die ganze Story rund um das Krankenhaus? Das habe ich zum Anfang des Streams schon mal ausführlicher berichtet. Ne? Also entweder ins Archiv schauen auf Twitch oder nach dem Stream werde ich dann auch das hochladen auf YouTube. Ne? Und dann könnt ihr das auch anschauen. Diejenigen, die an der Long Story interessiert sind.
Und warum stehe ich nicht ruheplay-technisch korrekt hinten am Fahrzeug, weil es denn nicht geht mit dem Kofferraumzugriff? Würde es gehen, würde ich das auch tun. Ja, ganz ehrlich, sieht ein bisschen scheiße aus, wenn man den Kofferraum von vorne oder von der Seite belädt, ne? Aber naja, wir nutzen die Möglichkeiten, die einem gegeben sind, ne? So glaubhaft kann man seine Sachen denn nur gestalten, wie die technischen Möglichkeiten es hergeben. Nehmen wir den hier. Ich wollte gerade einen sarkastischen Spruch reißen, aber ich verkneif mir das am besten mal. Ich wollte gerade sagen, wenn wir alle auf der Arbeit laufen würden, dann würde es uns nicht so dreckig gehen. Aber ich reiß mich lieber zusammen, nachher zieht nur in eine Knarre und schießt mich hier um. Weil so viel Zeit muss sein. Das kommt halt scheiße rüber auf den Roleplay-Server, wenn die Leute ständig sprintend durch die Gegend laufen, ne? Also dann können sie doch... Ja. Ihr geht ja online spielen oder so. Wo alle sprintend durch die Gegend laufen. Da fällt man dann auch nicht mehr auf. Da. Hetzen sie hin und her. Das sind motivierte Arbeiter. Das wünscht sich jeder Chef in seiner Firma. So motivierte Arbeiter, die laufen. So, das ist ja schon mal was. Ein bisschen Kohle haben wir dann auch schon mal verdient. Ich glaube, nach der Tour werde ich auch mal verkaufen fahren, oder? Meint ihr, sollte ich mich vollpacken? Müsste man eigentlich machen, ne? Richtig vollpacken, sonst lohnt sich das ja gar nicht, da runter zu fahren. Ah, lauf ruhig in mich rein. Stört mich überhaupt nicht. Solange du mir keinen Ellbogen hier in die Fresse haust, ist alles in Ordnung. Ja, ich denke auch, das wäre Quatsch, jetzt mit einem halbvollen Auto da runterzufahren. Das verbraucht ja alles Sprit und so. Schon gefarmt oder ist das denn der letzte?
Der da auf seinem Auto rum. Hallo, alles in Ordnung mit Ihnen? Ich glaube, er schläft. So kann man natürlich auch AFK gehen, ne? Dann legt man sich aufs Auto. Aber es ist besser, als irgendwo in der Landschaft rumzustehen, ne? Dann wird man angequatscht. Wenn man auf ein Auto liegt, dann kann man sagen, okay, er schläft. Hat sich hingelegt, hat vielleicht Kopfschmerzen oder so. Kommt schon besser rüber, als wenn man irgendwo am Farmspot steht und AFK geht einfach. Dann sehen die Leute, dass er irgendwie doch was macht. Auf anderen Roleplay-Servern, da setzt man sich ja in so eine Meditation oder so was rein, ne? Und dann sehen die Leute auch, dass man nicht unbedingt ansprechbar ist. Macht schon Sinn. Jupp, jupp. Bisschen Kohle kann man ja immer gebrauchen. Aber wie gesagt, nicht um jeden Preis. Ich muss jetzt nicht da, wo 100 Leute rumstehen, muss ich nicht auch noch farmen. Weil finde ich nur ein bisschen Quatsch. Das müsste sich selber irgendwo auch ein bisschen regulieren, das System. Wenn da 100 Leute rumstehen und farmen, dann müsste der Preis so schnell im Arsch sein, dass sich das gar nicht lohnt. Aber wer weiß, wie sich das alles denken. Ich denke mal, da wird doch ein Haufen Geld in der Umgebung geworfen durch den Preis. Wenn wir dann in einem Monat wieder Geschrei hören, nö, das kostet ja alles viel zu wenig, jeder hat hier eine Million, ja. Woher kommt das wohl? Woher kommt das wohl? Einfach zu leicht ist. Aber jeder den Gold- und Silberbahn farmt, weil sie denken, das bringt am meisten. Was für jeder hat farmt, bringt das nichts. Die Leute brauchen ja auch Essen und Kakao und andere Sachen. Ne? Das Leben besteht nicht nur aus Eisenbahnen. Kein Erfolg, was? Ah, Moment. Kommt hier ein Skill? Farming. Hühner. Kohle. Holzfäller, Ölarbeiter. Kann ich das nicht auswählen? Bücher an der Uni? Aha. Der ist ja eigentlich bitter. Ja, der ist erst nach der Verarbeitung süß. Ja? Ich hab ihm gesagt, der soll mal zur Uni gehen und soll das mal studieren, dann weiß er das auch. Und? Hat er gemacht? Ich hab die Burger alle neu in der Tasche. Kesselt mich ruhig ein. Muss ich rumgehen? Muss man dann nämlich auch erstmal lernen. Halt. Was rum. Habe ich jetzt was verloren? Ach, weiß ich gar nicht. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viel ich vorher hatte. Und
echte Mühle. Siehst du das? Relativ in der Nähe, die ich gesehen hatte. Ja, ne? Ja, doch, was soll ich denn? Hier oben, einer im Mount, bei Mount Chiliad, hat mit Cabello, und einmal unten in Ranch, nicht mehr. Hä? So, wäre für uns im Moment Palito Bay besser, weil wir da unten dann auch noch, hat hier von Zeng gesucht. Ja, voll Action hier, ne? Ich glaube, eben habe ich was verloren, wo ich so falsch rumgezogen habe. Habe ich so ein dummes Gefühl. Also dahingehend kann man auch noch Fehler machen. Da ist noch ein Loot. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kaum ist ein Mädel auf dem Server, sind sie alle wie eine Traube um sie rum. Kein Erfolg. Habe ich hier schon? Ich glaube. Und ich bin auch nicht primär auf dem Server hier zum Frauen kennenzulernen oder sowas. Deswegen ist mir doch ziemlich Bockwurst. Also. Ich hatte die letzte Begegnung hier auf State 5, wo ich oben bei der Admin-Basis war. Mein Auto umgeladen hatte und alles so war. Da war auch eine Frau, aber da bin ich auch bloß stehen geblieben, weil sie ein Boot ausgepackt hat. Und es stand das Boot da oben beim Observatorium und da habe ich natürlich gefeiert. Und meine ich so, na, haben sie ja Glück, wie kriegen sie das Boot denn jetzt hier weg? Da war denn mehr Schadenfreude als alles andere. Und ein Glück, sie hatte sogar noch eine SIM-Karte, die sie mir verkaufen konnte. Ne? Also hat Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, ich bin nicht auf dem Server, um Frauen kennenzulernen, deswegen habe ich auch nicht nach der Nummer gefragt. Ne? Also, wenn es sich lohnt und irgendwie, keine Ahnung, man irgendwie eine Kooperation aufbauen kann oder irgendwelche anderen Sachen, dann kann man mal nach einer Nummer fragen, aber einfach so aus Blatt und Dunst, warum? Na jo, ich sag, wir treffen uns wieder. Irgendwann laufen wir uns doch mal über den Weg. Da muss man nicht der pubertierende Teenager sein und ständig hinterher hecheln. Da gibt's genug andere. Powershooter, was hast du gemacht? Wo hast du dein Schwert gelassen? Oder hab ich mich bloß verkiekt?
Da ist das Schwert wieder. Also mein Chat war buggy, okay. Ja, kommt drauf an. Ich würde jetzt nicht sagen, bloß weil eine Frau ist, macht sie besseres RP oder so. Nee, nee. Klar, die geben sich schon Mühe und sowas, aber es gibt doch genug Männer, die sich Mühe geben und so, ne? Wo man dann sagt, hey, noch ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich war ja auch mal in der Lernphase, also ich werfe jetzt nicht jemanden direkt gleich was vor. Nee, das war bloß ein Fehler im Chat dann hier, weil wo du Joa geschrieben hast, da ist kein Schwert vor, ne? Ist das hier mein Auto? Ja, das ist mein. War ich bloß ein bisschen verwirrt, aber hey. Oh, das dauert ja ewig. Eine Runde mache ich noch und dann müsste ich wieder was essen. Ja, Handynummer. Geben Sie mal die Handynummer. Ja, hab ich, danke. Danke. Ich glaube auch. Das ist die 8, 2, 2. Eine erwachsene Frau, ne? Da weiß man nicht, dass sie mit ihr. Ist ganz interessant, wenn man da so ein bisschen zuhört, ne? Kein Erfolg. Das Feld ist erschöpft. Oh, oh. Düdü. Das Feld ist erschöpft. Naja, wer weiß, das war bestimmt ein Chatfehler oder sowas, dass der das nicht korrekt angezeigt hat. Ja, konnte ich nicht mehr sammeln. Nehmen wir uns wieder das Essen und Trinken in die Tasche, benutzen es. Was machen wir jetzt? Jetzt ist das Feld erschöpft, das merken jetzt alle langsam, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das nur für mich erschöpft ist. Schließen erstmal das Auto wieder zu. Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht irgendwo noch ein Kakaofeld organisiert kriegen. Also das ist eine Kakaoplantage. Okay. Diese Farbe. Gucken. Das ist ein Ockerfeld. Also gibt es Kakao wohl los einmal. Kupfermine. Orangenbäume. Weintraubenplantage. Angelsee. Stall. Ölpumpen. Ich glaube, das ist erschöpft. Das Feld. Was ist das hier oben? Kartoffelfeld. Mist.
Hühnerstall. Mist. Weizenfeld. Zuckerrohr, okay. Zertürme. Nigo-Pflanzen. Und da ist denn die Kaffeeplantage. Da muss man ja hinschwimmen, das fetzt hier überhaupt nicht. Deswegen sind das so eine hohen Preise. Ich werde mal zur Universität fahren. Was sammelt ihr denn hier? Baumwolle, aha. Interessant. Doch mit Controller fahren, ja. Liter, das reicht nur eine Weile. Jo, was war denn das eben? Also, falls du auf das Schwert keinen Bock hast, es gibt eine Möglichkeit, das abzulegen. Du musst dich selber einfach unmodden oder besser gesagt, du musst dich selber versuchen zu bannen. Und dann bist das Schwert los. Kriegst du aber auch dann nicht wieder. Selber bannen. Und läuft eigentlich super flüssig hier. Bin zufrieden. Also relativ flüssig. Ab und zu mal ein kleiner Ruckler, das ist dann noch verschmerzbar, glaube ich. Besser als durchgehend 20 FPS und weniger, ne? Also. Ich glaube, wir können sogar nachgucken. Wartet mal kurz. Machen wir mal kurz den Motor aus. Ja. Wieder nachgucken, warte mal. Irgendwo FPS drin? Nee, haben wir natürlich nicht. Ach, weil ich diesen Riva-Tuner deinstalliert habe, okay. Gut, können wir nicht nachgucken. Sieht aber so aus, als ob er das locker schafft. Also die GPU-Auslastung, die war irgendwo bei 68%. Das heißt, der langweilt sich schon, der muss nicht mehr als 60 FPS berechnen.
Nee, nee. Meine Grafikkarte bietet das selber in ihren Region Settings nicht an, dass ich da FPS anzeigen lassen kann. Doch, da gibt es eine Überwachung, stimmt. Aber die habe ich deaktiviert. Aber egal, wenn es flüssig aussieht und der Grafikprozessor sagt 68%, dann ist das V-Sync erreicht sozusagen. Er muss nicht mehr als 60 berechnen und was schon. Ja, du hast bestimmt irgend so eine Nvidia-Grafikkarte. Ich habe halt so eine AMD-Grafikkarte, weil ich halt irgendwo Geld sparen wollte, ne? Die ein oder andere Art rächt sich das dann immer wieder, ne? Aber aber viele Spiele kann ich eigentlich spielen und die war jetzt nicht so teuer und hätte ich das gleiche mit Nvidia gekauft, also dieselbe Leistung mit Nvidia gekauft, dann glaube ich, wäre ich locker 100 Euro mehr los gewesen. Ich habe halt eine pläppige AMD-Grafikkarte. Ne? Weil ich halt Geld sparen wollte. Abschließen. Das war schon zu. Okay. Abschließen. Nun kann ich hier was machen. Gucken wir mal. Check it out. Hallo. Ah, jetzt. Hier mal Lexikon erhalten, okay. Was kann ich damit jetzt machen? Moment. Oder Tier Ü? Raute? Die Raute war das ausblenden. War das nicht Ü oder Ä? Irgendwo hinsetzen? Ich glaube, das war Ü oder Ä. Hä? Doof. Schon so lange nicht mehr gezockt. Tastaturbelegung. Ü ist hinsetzen. Er ist hinlegen. Das sind wohl keine Hinsetzstühle. Das ist ein Hinsetzstuhl. Ne. Auch kein Hinsetzstuhl. Ne. Jetzt habe ich ja viermal Lexikon in der Tasche. Was bringt mir das? Okay. Jetzt habe ich ein Buch gelesen. What bringt das? An zwei. Farm Beans. Ach so. Okay. Na, 12 Stunden bloß ein Buch lesen. Okay. Bom,
Baumwolle, Baumwolle. Deswegen stehen da alle an Baumwolle, weil hier 27.000 Perks für gibt. Oh. Hallo. Ja, interessante Bücher, ne? Ich lese mir mal das Bergrecht durch, also der Bergknecht. Mal gucken wir mal, wie das wird. Ja, da steht so viel drin, ich glaube, das braucht 12 Stunden zum Verarbeiten ein bisschen, ne? Je nachdem, wie gut man ist. Gut, ich werde wieder. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss, viel Spaß. Lass mich raus, Hilfe. Wieder muten. Hat er denn jetzt irgendwas gebracht? Level 1 verfügbare Skillpunkte 2. Man sich wohl irgendwo was aussuchen. Wolflücker. Hier oben steht Goldjunge und darunter steht Silberzunge. Sweet Dreams made of Hell. Okay. Kartoffeln und Salat. Orangen. Keine Ahnung, ich mach mir das Orangen-Ding noch. Ich kann ja bloß alle 12 Stunden ein Buch lesen. Also hole ich mir den später. So. Gucken wir mal im Koffer. Schmeißen da unsere Bücher mal rein. Ich säcke Kaffeebohnen. Sonst noch was Interessantes? Was ist das denn? Handelskammer? Hä? Da könnte man ja zuerst mal hinfahren. Was ist das denn? Tiger war mal hin zur Handelskammer.
Nicht wahr? Nein. Shit. Das verdammte Schild, ihr habt's alle gesehen, hat es in mich reingesprungen. Ja, wird sie wieder rot. Schöne Rotwelle hier. Lieber einmal zu viel anhalten als einmal zu wenig. Eine Handelskammer. Uah. Da gucken wir doch gleich mal vorbei. Das ist. Da war noch gelb. Muss ich da hoch? Nee. War schon so gut. Gut. Was gibt's denn hier Schönes? Hier irgendwas. Hallo, jemand zu Hause? Hallo? Kein Plan. Handelskammer. Ja, wer weiß, wofür das ist. Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt? Nee. Besser. Gut, hier gibt's wohl nichts. Kuchen kostet ja nichts.
1325516. Sag meine Telefonnummer. Danke fürs Loot. Sieht aus wie eine Telefonnummer. Aber gut random Zeichenkette wegen Botschutz oder sowas machen die hat, ja, dass das kein Bot looten kann oder so. Und der Bot nicht immer dasselbe schreiben kann. Ist irgendwo schon sinnvoll. Ich nutze ab und zu mal auch die Loot, um kreative Verbesserungsvorschläge zu machen. Also das zum Beispiel ja bei Zahnfee habe ich letztens ein Loot gemacht. Das wäre total toll, wenn du einen Link zu Loots in deinen Panels hättest. Dann könnte ja faule Charlie würde davon profitieren. Oder so ein Krams habe ich dann da reingeschrieben. Hat er auch noch gelesen, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Kreative Verbesserungsvorschläge halten. Ne? Oder eben allgemein. Halt mal da irgendwas rein. Los geht's. Hier ist die Mühle. Oh cool. Okay, das wissen wir aber schon. Ich hoffe mal, das ist hier gerade aus Ampel, die gerade grün geworden ist. Dass hier Leute ihre Fahrzeuge einfach abstellen. Doch ab und zu ruckelt es ein bisschen. Aber das ist wie gesagt echt hinnehmbar. Ab und zu mal ein bisschen stottert oder so, das ist noch echt hinnehmbar, als wenn man dauerhaft 20 FPS hat. Ne? Hier los. Gucken wir uns die ganze Sache wieder mal an. Was machen die denn da? Das ist nur ein Donut. Nom 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 nom. Wie? Was war's? Keiner mehr? Kommt doch schon der nächste angeprescht. Der will da gar nicht hin. Okay. Parken hier wie die Idioten. Kaffeepulver kriege ich gar nicht verkauft, weil ich keine Packung Kaffeepulver habe. Die muss ich erst erzeugen, ach Idiot. Okay. Passiert. Fehler macht jeder. Haben wir doch schnell rausgefunden, woran es lag. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber ja, siehst ja. Im Wahn.
So, mal gucken. Was kauft der nochmal an? Packung Kaffeepulver, okay. Kaffee, Pulver, Packung Kaffeepulver. Herstellungsort Mühle. Volle Pappe. Ach du Scheiße. Sehe ich irgendwo, was ich im Fahrzeug habe? Nee, ne? Dann werden wir mal zur NSE-Garage fahren und da erstmal unsere Kaffeebohnen reintun. Dann werden wir uns erstmal Pappe besorgen. Wo fährt die Polizei ohne Licht rum? Man fährt hier oft sinnlos durch die Gegend, wenn man nicht genau liest. Ich bin auch schon mit Holzbrettern hierher gefahren und habe dann festgestellt, Holzbretter kann man nicht direkt verkaufen. Ein Zwischenprodukt. Die liegen jetzt oben in meinem anderen Auto. Überall stehen die Autos. Nein, aber ein Glück, da wurde gerade grün. Ah, oh, shit, jetzt habe ich geträumt. Jetzt habe ich geträumt. 1000 Ampeln hier, ey. Ja, nächstes Mal muss man das alles ein bisschen besser planen. Aber ich bin effektiv den dritten Start hier im Start. Den dritten Tag hier im Start so rum. Wartet der extra bis rot wird, da losfährt? Schon komisch. Oh, komisch. Oh, da wird ja schon wieder grün.
Hub mich noch an. Ich stehe hier an einer roten Ampel und du hubst mich an. Wenn ich grün kriege. Da war noch gelb, haben wir im Augenwinkel gesehen. Hier ist auch noch grün. Rüber, rüber, rüber. Schnell. Hier, ich träumt. Oder besser gesagt, zum Stream-PC rüber geschaut. Oh, Streamer Charlie. Das ist so ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich mein Auto jetzt von der Admin-Base da wegkriegen soll, ne? Man kann ja nur mit einem Auto rumfahren. Ich habe keinen Bock, hier über die halbe Stadt zu Fuß zu laufen. Was kommt denn später, wenn man ein paar Leute kennt, denen man auch vielleicht vertraut? Ein bisschen, kann man ja sagen hier. Lass mich hoch. Erstmal müssen wir denn so klarkommen mit den Gegebenheiten. Da steht es nun mal in der Garage und dann kann ich es jetzt auch erstmal nicht ändern. Da kam keiner. Ich war einfach mal weitergefahren. Er steht hier auf Karum. Ja, ja, rummotzen können alle. Da haben wir hier Schönes drin. Kunststoffgranulat, Holzbretter, Made. Okay.
50. Kriegen wir rein. Boxen sich die Plebs da schon wieder? Mache ich auch ständig. Schlag auch ständig um mich aus Langeweile. Das fand ich zum Beispiel eine sehr gute Idee, wo sie auf einem anderen RP-Projekt gesagt haben, ey, diese ganzen Langeweile-Auseinandersetzungen, wir geben euch mal jetzt was zu denken. Es ist jetzt möglich, dass der Charakter permanent stirbt, wenn man von einer eigenen Gruppierung umgemetert wird, mit einem Baseballschläger zum Beispiel. Da haben sich dann immer eine Gang hat sich dann immer gerne mal selber mit Baseballschläger zusammengeschlagen und da haben die einfach dazu, haben die Administration einfach Permades eingeführt. Fertig aus. Viel Spaß, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr. 46 von 150, da kriegt doch nicht mal 5 rein, oder? Doch. Na gut. Das reicht. Nee, auflassen. Nein, 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 der wollte schon wieder hinten einsteigen. So, dann haben wir hier drinnen nämlich schon mal ein bisschen Platz. Packen wir das wieder rein, nehmen wir uns die Axt raus. Kofferraum wieder zu. Ein Stück nach vorne gehen. Wage hatte ich ja gerne auf dem Beifahrersitz oder auf dem Rücksitz. Das müssen wir ja irgendwie doch verhindern. Also das muss ich ehrlich sagen, das fand ich bei GTMP besser, dass man mit F garantiert als Fahrer eingestiegen ist und alles andere mit G gemacht hat. Also Beifahrer hinten und so was alles. Das war schon deutlich besser, weil dadurch ist man halt nicht random immer mal hinten eingestiegen und so. Weiß ich nicht. Aber ist vielleicht Gewöhnungssache. Kann man sich dran gewöhnen. Weil halt immer nach vorne gehen muss. Gucken wir uns erstmal aus, wo wir hier Holz finden.
ist das Holz? Ja, nein. Ich mag diese Bugs. Jetzt habe ich endlich eine Legende an der Seite. Wenn ich da aufklicke. Kennst du das nicht? Lego-Pflanzenfeld. Tja, wer weiß, aber ich glaube, da war das. Was ist das? Welt. Tier? Ich glaube, das war hier. Ist ja noch irgendwo Wald? Vielleicht weiter in der Nähe? Ja, das ist ein dunkelblauer, dunkelgrüner, ne? Hm. Ja, mal gucken, ob noch einen Wald gibt. Nope. Das ist wohl der einzigste Wald. Machen wir hin. Doch gar nicht so einfach, den Kakao herzustellen, warum man halt Pappe, ne? Pappe stellt man aus Holz her. Jo. Fahre mich rein. Aber ich glaube, das war wieder der vorzügliche Sync. Von dem alle schwärmen. Das muss der gewesen sein. Wo ich denn so alle paar Sekunden hier nach rechts abbiege und so eine Sachen, obwohl ich gar nicht abbiege. Das muss der vorzügliche Sync sein. Das waren bestimmt die Anerkennungshupen. Kappa. Aber kurz nachdem ich den Salz, das Salz gestreut habe über Alternator, die jetzt auf Rage sind, sind ein paar Viewer gegangen. Aber ehrlich gesagt, auf Fanboys habe ich auch keinen Bock. So oft wie aus der Richtung Salz gestreut wird, müssen sie das abkönnen.
Halt. Hier ist doch schon der erste. Eine Axt habe ich mit. Jetzt mit mal habe ich einen Hammer. Okay. Dauert einen Moment, ich zünd mir eine Kippe an. So, Kippe brennt. Ich wollte gerade einen Skip-Song machen. Okay, der ist zu Ende. (lacht) 463 Spieler gerade online. Hat er seinen Baumstamm mit 100 Kilo drin, gut. Kriegst leider bloß einen Baumstamm dann rein in die Kiste hier, ne? Auf zum Sägewerk. Wo ist das Sägewerk? Nicht hier? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Gucken wir ihn entgegen. Was gefährliche Ecke hier. Kann viel passieren. Zapaschen. Wo waren wir? Hier. Oh,
Moin Logon, moin Baumstamm. Nein. Mein Gott, ist das ein Schrott. Ist das ein Schrott, ey. Das hätte ich sofort umprogrammiert, ey. Aber nein. Das wird ja nicht getestet. Also ich persönlich empfinde das schon als störend. Weiß ich nicht. Ach, super. Oh, die Kachel muss aufpassen hier. Gut. Regel Nummer 1, schütze dein Leben. Ne? Komm ich hier nicht rein, Alter. Los, mach auf hier. Ist das echt die falsche Einfahrt gewesen? Jo. Falsche Einfahrt. Oder falsche Treppe. Passiert. Hm. Nabelhemd. Rolle Pappe starten. Ja, schon wieder so eine komische Musik. Produktion abgeschlossen. Gut, kann ich wieder gehen. Schiebt der mich denn raus? Okay. Gehen wir gleich hier rüber. Müssen wir ja unsere Pappe noch einladen. Klappt ja jetzt wieder mit so einem Dings hier. Einlade Johnny. Was ist denn da hinten? Ja, ist klar. Könnte man denken, man kann hier hinten rumfahren, alles geparkt. Hallo, ich habe X gedrückt. Rolle Pappe Auslager. So. Nun haben wir das alles in dem Auto. Jetzt fahre ich erstmal hier hin. Und guck erstmal, wie viel Platz wir überhaupt noch haben. Zehn Kilo. Da hätte ich den ganzen anderen Scheiß gar nicht ausladen müssen. Naja. Man lernt dazu, ne? Alles ein Lerneffekt. Eine tolle verschlossene Dose, das lassen wir so. Wie viel haben wir denn von dem Sack Kaubohnen hier? Das kriegen wir alles drin, ja. Nee, denn ich muss ja so und so umladen aus dem anderen Auto. Na, ich esse erstmal was. Vielleicht noch was trinken.
So, das sollte schon besser gehen. Wir wollen ja nicht umgucken, umkippen wegen Nahrungsmangel und so weiter, Les. Kommt weiter oben zu. Kann man den Weg hier nicht auch nehmen? Ist hier überhaupt ein Weg? Hier ist gar kein Weg. Muss doch einen anderen Weg geben als diesen komischen, gefährlichen Weg. Oh shit. Der ist auch nicht gerade ungefährlicher. Aber nicht ganz so anspruchsvoll. Kann man nicht ganz so schnell irgendwo runterfallen. Ich glaube, den Weg werde ich in Zukunft noch fahren. Scheiße. Danke. Wir müssen ja nicht rasen. Was ist das? Ist das ein Auto? Oder was ist das? Da hat einer sein Auto versenkt. Oder? Sieht so aus, ne? So eine Art Bus. Den er seinen Bus versenkt. Was ist denn jetzt passiert? Ausgebrochen in der Kurve. Aber letzten Endes muss ich erstmal wieder zurück zu meinem anderen Auto. Ich wusste ja leider nicht, dass dort Pappe nur sehr wenig Platz wegnimmt. Hier lang? Nee. Muss man so erstmal ein Ziel setzen. Machen wir gleich so über das Auto hier. Zack. Hallo. Ich klicken. Ja, danke.
Was? Doch da hinten lang. Okay. Knattern dann aber hier lang, okay. Ist mir was entgangen, deswegen gucke ich so. Ich denke, vielleicht noch irgendwas entdecke, was interessant ist. Das hier sieht aus wie so ein Tunnel, ne? Sah das bloß so aus. Gucken kostet ja nichts, ne? Okay. Ich glaube, hier ist nichts Interessantes. Gucken kann man ja mal. Hätte ja sein können. Das dauert es. Kämpfe, es geht bergauf. Kämpfe. Boah, ich sag mal ganz ehrlich, für die Anzahl der Leute, die auf dem Server gerade rumkrebeln, ist die Performance noch total in Ordnung. Halt nicht die beste Grafikkarte und auch nicht hier alles overclockt auf 5 GHz mit Wasserkühlung, also das habe ich auch nicht. Mm-hmm.
So, einmal bitte den da. So, wir nehmen Sack Kakaobohnen. 30. So, da haben wir. Ne. Und 30 reingetan. Gut. Ich glaube, das reicht aus, wenn ich den Kofferraum mal kurz zu machen. An so eine Leute wurde auf einem anderen Projekt auch schon gedacht. Da gehen dann die Reifen kaputt. Wenn man sowas zu lange macht. Kannst du reparieren? Kostet wieder Asche. Kofferraum. Ist abgeschlossen. Habe ich schon jetzt zugeschlossen. Verdammt, Axt. Kakao. So. War die. Gut. Kofferraum zu. Bring das Auto erstmal weg. So. So. Ich glaube, das ist Bockwurst, wo ich lang fahre. Da vielleicht lang. Das sieht wie eine Abkürzung aus, ne? Karren wir mal Abkürzung. Mehr oder weniger Abkürzung. Nicht wirklich. So, auf zur Mühle, den Krams mahlen und dann verkaufen. Dann
habe ich schon mal ein bisschen Money. Weil momentan lebe ich ja nur von dem Hartz V, also von diesen staatlichen Zahlungen. Da meine Wohnung $62 kostet, habe ich nicht viel von übrig. Dann kriegt er 81, glaube ich, oder so. Pro Stunde. Hier links, okay, machen wir hier lang. Ja, wieder geträumt. Das ist das einzig Schlechte hier an der Tastatursteuerung. Man kann nicht vernünftig lenken. Man lenkt immer hin und her, hin und her. Weil der nie richtig geradeaus fährt. Kann ich schon wieder lenken, kann ich schon wieder lenken. Ich könnte auch Controller fahren, aber da bin ich dann meistens zu faul für. Dann fahren wir doch, oder? Der ist auch grün. Nehmen wir. Grün ist immer gut. Echt eine Odyssee mit den Ampeln hier. Könnte, ne?
So, hier irgendwo ist die Mühle. Auffahren. Bis da hinten hat Gelände. Okay. So, verstanden. So, ist das der Ein- und Ausladeboy oder? Seid ihr nicht ganz dicht? Ich will das doch nicht verkaufen. Hier ausladen. Kaffeebohnen irgendwie. Oder muss ich die in den Taschen haben? Ein Lager 90. Dann nehmen wir noch was raus. Pappe. Das Item kann nicht getragen werden. Na super, habt ihr euch was einfallen lassen. Nee. Kann ich getragen werden? Kann ich die bloß an die Fabrik hier verkaufen oder was? Das wäre echt schade. Wenn man jetzt keinen Kakao mehr herstellen kann, weil man die Pappe nicht mehr in der Hand nehmen kann. Wir sagen mal 50 einlagern. Na? Abgeschlossen, so. Gehen wir mal rein. In die Mühle. Mal gucken, wo wir das gemahlen kriegen. Da so. Okay. Ist doch nicht euer Ernst, Alter. Doch nicht euer Ernst, warum kann ich den Scheiß einlagern, wenn ich den in der Tasche haben muss? Mann, Mann. Warum? Ist doch alles scheiße, ey. Lager. Okay, hier ist ein Lager. Ich hab nichts gesagt. Nichts hier wenigstens aus dem Lager nehmen. Weil sonst hätte ich jetzt nochmal rausgemusst, das Auto wieder beladen mit dem Kram und ey. Aber so geht es. So jedet. Ohne diesen Boy wäre das echt schade gewesen. Hier freut sich gerade meine Grafikkarte. Dreht immer weiter auf. So, das dauert jetzt noch einen Moment.
Irgendwie läuft auch keine Musik mehr, ne? Mir gerade so aufgefallen. Oh ja, da freut sich die Grafikkarte richtig gerade. Also hier drinnen ist eine höhere GPU-Auslastung als komplett draußen. Obwohl er weniger Speicher adressiert und so, ne? Unkomisch. Aber egal, das kann sie ab. Das kann sie ab. Gleich ist er fertig. Okay. Viel Geld habe ich in der Tasche. 17 Dollar. Packung Kakaopulver 10 Mal, okay. Kakaobohnen. Kakaopulver. Das ist bestimmt eine Telefonnummer. Das ist Schicksal. Ich habe nämlich gerade zum Stream-PC rübergeguckt und dachte mir so, Mensch, schläft da schon? Und in dem Moment sehe ich das Loot auftauchen. Dankeschön dafür, ne? Das ist bestimmt eine Telefonnummer. 0800 0800 1337. Ne, dreimal 0800, okay. War wirklich Schicksal, gerade in dem Moment habe ich rübergeguckt und in dem Moment taucht es auf. So, und dann danach werde ich nochmal 30 Kakaosäcke machen.
Irgendwas stimmt da auch nicht, wenn da 0,99999 ist. Kakaopulver, mal 10. Komm. Mal nebenbei jetzt Skillsystem gucken, da können wir. Farming. Zeit verringert, Feld, Wald. Das bräuchte plus 50%. Okay. Production. Produktion gibt es gar nicht in dem Bereich. Also ist das hier das einzigste, was irgendwie zählt. Also Schokoladenmännchen, Mädchen, Schokoladenmädchen. Irgendwas habe ich da noch freigeschalten, Orangenträger. Kann man das mal nehmen, ne? Habe ich ja schon. Könnte ich nämlich Orangen sammeln, wenn ich nichts weiter machen kann. Habe ich noch eine Alternative, wenn jetzt Kakao schlecht ist oder so, dann kann man immer noch Orangen sammeln. Schon mal gut, zwei Sachen zu haben, ne? Ein Gegenstand wurde bei der Verarbeitung zerstört. Okay. Kakaopulver 28 im Lager. Nein, weiter vorne. Ja, ausladen. Oder besser gesagt einladen, geht das? Loading. Kann man einlagern, okay. Muss das ja der Auslagerpunkt sein. Kann ich auch nur einlagern? Habe ich denn das ausgelagert? Hä?
irgendwas verpasst? Dann ist es wohl das hier. Aber ganz ehrlich, ich hätte einen Typen gemacht und ein Symbol zum Ein- und Auslagern. Du hast überall einen Haufen Symbole, was die Landschaft verschandelt, und überall stehen Typen rum. So, jetzt verdecken wir das noch. Bisschen Kohle machen. Ich hoffe mal, das bringt auch ein bisschen was und nicht nur die Spritkosten. Weil das wäre schon ein bisschen schade, wären jetzt gerade mal die Spritkosten gedeckt. Wer ist das hier am Bild? Komische Sache, echt. Zwei Ampeln, die verschieden schalten. Und die zeigen beide in meine Richtung. Kann man sich jetzt aussuchen, welche gilt? Hier ist ja richtig Party. Wir warten erstmal und gucken, was die also alle treiben. Bei den anderen beiden hier, nämlich mit dem normalen Auto, da habe ich so das Gefühl, Mensch, die wollen bestimmt nichts Gutes. Aber null Problemo, in der Zeit stecke ich mir eine Kippe an, guck nochmal, was die Musik macht, Alter, ich drehe ja noch durch mit dem Scheiß, ey. Streamlabs ist schon wieder am Abkacken. Leute, wenn das noch lange so geht, dann installiere ich mir den Streamlabs Chatbot wieder und dann wechseln wir wieder auf das andere Plattform. Wenn es für euch zu schwer ist, eine Playlist abzuspielen. So, ich stecke mir jetzt eine Kippe an. Gleich wieder da, ne?
So, Kippe brennt. Ich hab's nicht so mega eilig, dass ich mich da jetzt anstellen muss. Ein Glück, das sind alles Pro-Farmer, die laufen. Dann geht das ja schneller, bis die alle durch sind. Bei mir wird das einen Moment dauern. Ich gehe ja. Und die Bienen hier vorne im Auto, das sieht schon so suspekt aus. Ich glaube, die wollen jemanden überfallen. Habe ich so ein dummes Gefühl. Oder auch was verkaufen, kann auch sein. Kann auch sein, dass sie was verkaufen wollen. Ich werde noch was essen. Guck mal da rum. Ich esse was und bin sofort wieder erschöpft. Das ist ja auch geil. Guck mal da oben zu. Ja, ja, mach mal. Du kannst vor. Du läufst bestimmt auch. Sollte jetzt wirklich frei sein, keiner mehr da ist, könnte ich denn verkaufen? Testen wir. Moin, Verkauf. Warum kann ich nichts verkaufen? Weil die nicht mehr gesucht werden. Packung, Kaffeepulver. Will er jetzt bloß noch haben. Na toll. Na richtig toll. Haben sie alle schon alles verkauft. So, komm auf den grünen Zweig, ey, wenn du nichts mehr verkaufen kannst. Ja,
Dann war's das für heute. Fahr ich zurück zum Hotel. Und probiere das morgen zu verkaufen. Holy shit. Latsunk. Am besten ich fahre auch mal lang. Das ist glaube ich ein besserer Weg. Also war der ganze Tag schon wieder fast umsonst, weil du den Scheiß jetzt nicht mehr los wirst. Interessant. Ganz ehrlich, jetzt bis nach Sandy Shores zu fahren, wo ich eigentlich wohne. Nope. Ich glaube, ich schlafe heute im Auto. Zu. Okay. Machen wir hier auf dem Parkplatz. Schlafen wir heute im Auto. Abschließen. Mal reingucken. Sport. Kaffeepulver. Der will mich echt verarschen, Holzbrett. Fahr doch jetzt nicht nochmal da hoch, hol die Holzbretter. Ich habe nämlich Holzbretter oben im anderen Auto. Nope. 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 Das schauen wir denn morgen. Schlafen wir heute im Auto. Zugeschlossen ist. Gut. Ich danke fürs Zuschauen. War heute halt ein kurzer Stream in dem Moment, ne? Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, für alle, die da waren. Danke für die Loots. Power Shooter, damit bist du gemeint. Und ja, wir sehen uns denn vielleicht morgen. Ich weiß es nicht genau. Dann steht das Auto da wieder. Ja, möglicherweise parken sie das auch ein. Ich weiß es nicht, aber... Ich will nicht nach Sandy Shores zurückfahren, extra, weil meine ganzen, ah Mist, jetzt muss ich das gute Nachtloot noch durchlaufen lassen. Meine ganzen Rohstoffe, die habe ich ja in dieser NSA-Base. Und das ist ja schon fast in Richtung Sandy Shores. Da habe ich Holzbretter. Ist alles nicht so optimal gelaufen heute, ne? Aber naja, was soll's. Da ist das Loot. Dankeschön. Okay.
denn, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Loots und eventuell bis morgen, vielleicht denn bis übermorgen, wenn es morgen nicht wird, dann bis übermorgen. Tschüss, gutes Nächtle.